Hallo, der Mario, ich grüße euch. Heute mit einem weiteren Neuzugang der Pedalserie von der renommierten Effektschmiede Moore Audio, das Moore Envelope. Das Moore Envelope ist ein zu 100% analoges Envelope-Filter-Dynamik-Autobar-Pedal im platzsparenden Mikroformat. Es bietet hochklassige, fette Effekte für Gitarre oder Bass und ist sehr variabel. Der Sensitive-Regler legt die Empfindlichkeit fest, um auf die Anschlagstärke, die Spielweise und die Tonabnehmer des angeschlossenen Instrumentes reagieren zu können. Auf diese Weise lassen sich coole Slapback-Funk-Effekte, subtile oder temperamentvolle Ambience-Filter-Sounds und statische Frequenzfiltereffekte und vieles mehr erzeugen. Und das alles in hoher Qualität und vollem Durchsetzungsvermögen. Das Pedal ist mit 4 Reglern ausgestattet, auf die ich jetzt kurz näher eingehen werde. Der Decay-Regler bestimmt die Bewegung bzw. Arbeitsweise des Filters. Dreht man ihn im Uhrzeigersinn, erhält man ein längeres Decay, gegen den Uhrzeigersinn ein kürzeres. Die Wirkungsweise des Reglers ist auch von den Einstellungen des Sensitive-Reglers und dem Attack des Instrumentes abhängig. Der Regler mit dem Q steuert den Q-Wert des Wah-Effektes. Dreht man ihn im Uhrzeigersinn, wird der Q-Wert höher, was bedeutet, dass das Frequenzband enger und der Peak höher wird. Dadurch erhält man einen spitzen und deutlich hervortretenden Wah-Sound. Gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird der Q-Wert abgesenkt, wobei das Frequenzband verbreitert und der Peak nach unten verschoben wird. Dadurch wird der Wah-Effekt subtiler. Der Tonregler bestimmt den Gesamtklang und die Frequenzbreite des Pedals. Dreht man ihn im Uhrzeigersinn, erhält man einen helleren Ton mit mehr Frequenzen im oberen Bereich. Gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird der Klang runter und mit mehr tiefen Frequenzen. Die Einstellung ist perfekt für die Verwendung eines Basses. Ein kleiner Hinweis am Rande, dreht man den Sensitive-Regler auf 0, kann der Tonregler als statischer Frequenzfilter verwendet werden. Der Sensitive-Regler steuert die dynamische Ansprache des Envelope-Filters in Relation zum Eingangssignal. Dreht man ihn im Uhrzeigersinn, reagiert das Pedal schneller und deutlicher auf Anschlagsstärke, wodurch es leichter wird, den Filter zu öffnen. Gegen den Uhrzeigersinn gedreht, reagiert das Pedal weniger auf den Anschlag und es wird schwieriger, den Filter zu öffnen. Das war die Erklärung zu den Reglern. Ansonsten wie gewohnt ein stabiles Metallgehäuse für Input, Output, Klinkebuchsen rechts und links, an der Stirnseite ein Netzanschluss, ein stabiler Fußschalter, Status-LED und außerdem verfügt das Pedal über einen True Bypass. Ich schließe das Pedal jetzt direkt vor den Engel Artist Edition an und werde clean und verzerrt verschiedene Einstellungen anspielen.
Das war das Moore Envelope, wirklich ein sehr vielseitiges Pedal. Man kann hier ganz viele verschiedene Sounds für seine persönlichen Ansprüche kreieren. Ich bin total begeistert von den Sounds. Mein Tipp wie immer, geht zum Händler eures Vertrauens, zockt die Kiste mal an. Das war's von mir. Tschüss, euer Mario.